Das Weihnachtsfest heuer nicht so leisten können, wie wir es gerne würden, es aber trotzdem verdient haben. Deswegen helfen die Berndorfer Schutzengel ein bisschen mehr. Also bitte, nehmt eure Pakete, übergebt es der Schutzengelschar. Die wissen dann schon, was damit zu tun ist. Die Elfi ist ein bisschen im Moment entfleucht. Ich sage ein großes Dankeschön an die Elfi Olschinger. Ich sage ein Dankeschön als Bürgermeister an alle, die schon im Vorfeld mitgetan, mitgemacht haben. Ich sage an alle Dankeschön, die Backen bringen und natürlich an unsere Engelschar und den Bern. Jeder, der was da ist, der was in der Hand hat und der etwas tut oder macht. Es ist gerade in dieser Zeit, wenn man sagt, Nächstenliebe, das ist doch ein gutes Wort. Aber es wird ja nicht so gemacht, wie es sein sollte. Aber wenn wir uns heute hier, wenn wir heute hier zusammen sind und schauen, wie viele Menschen es gibt, die warten, dass wir wenigstens ein kleines Pack abkriegen, weil sie sich selber nichts mehr kaufen können. Das ist dann eine ganz, ganz wichtige Sache. Danke, ein großes Danke an alle und euch alle natürlich im Vorfeld schon eine schöne Weihnachtszeit, eine gesegnete Weihnachtszeit. Und den Kindern wünsche ich vom ganzen Herzen, dass das Christkind das bringt, was sie auf den Wunschzettel hinaufgeschrieben haben. Danke und heute noch einen unkomplizierten Tag, dass ich auch nicht vergisst. Ihr werdet ja alle wahrscheinlich einen Hunger haben und werdet was zum Trinken wollen. Also, das heißt natürlich vom Bürgermeister herzlichst eingeladen und gleich noch was essen und was trinken. Gell? Dankeschön. Danke, Hermann. Wo ist denn unser Popper-Mandel und der Michi? Wo ist der Michi? Wo ist der Michi und der Popper-Mandel? Ein bisschen ein Applaus einmal für den Michi, das ist unser Popper-Mandel. Michi, du erstens jetzt einmal, was du da eigentlich machst. Was ist deine Funktion bei der Berndorfer Schutzengelschar? Also, es ist eine sehr große Funktion, wenn ich... Also, dieser Bockerl soll den Kindern groß und klein und natürlich auch den Erwachsenen und den Älteren Freude zu Weihnachten bringen. Und Glück, oder? Okay, mehr ist dazu, glaube ich, jetzt so. Danke, Michi. Verzeih schön weiter die Glücksbockerl. Applaus für die Valerie, bitte. Valerie, wie ist denn das so als Schutzengel? Macht das Spaß? Ja, viel Spaß. Okay. Was macht ihr genau mit dem Backen? Kannst du mir das sagen? Und den Christkind damit zum Aussteigen gehen, oder? Sonst wäre das ja zu viel Arbeit wahrscheinlich. Sehr schön. Johanna, sagst du mir auch was? Nein, lieber nicht. Okay. Super. Sind alle Pakete verteilt? Bei Andrus Lesse, der Zulage, bei Olin, bei Hilmus Wilschburg, beim Stadtrat Andreas Rotenstein, beim Heinz, die Fabrino, aber heute haben wir mit einem Aufwärmauftritt, also herzlichen Dank. Beim Bürgermeister natürlich, bei allen Engel und bei allen allen Spendern davon, wenn ohne euch wäre das ja nie möglich. Herzlichen Dank, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, und bei dir bedankt sich wahrscheinlich das halbe Triestingtal, wenn nicht sogar drei Viertel davon. Was du machst, ist nämlich auch nicht selbstverständlich. Was du mit dem Didi gemeinsam machst, mit dem Verein Tritok, mit der Gruppe Triestingtaler für Triestingtaler, großes Danke im Namen
voller dies brauchen können, sage ich jetzt einmal an die. Ja. Bitte. Und was machen wir jetzt mit den Schutzengeln? Die Schutzengeln übernehmen diese Pakete und wirklich dann von hinten. Die werden dann abgeholt und natürlich holt dann das Christkind die Pakete ab und zum Heiligen Abend bringt es das dann den kranken und armen Leuten aus dem Christkindheim. Und danke euch, Engel, und ihr seid so lieb wirklich. Dankeschön. Ja? Bleibt nicht mehr zu sagen, außer vielen Dank für den schönen Abend. Gibt's mir das, Le? Hier gibt's noch Punsch, Getränke. Schau mal. Dankeschön. Hallo. Herr Braun, wie war der Auftritt als Bär? Jawohl, sehr aufregend. Sehr aufregend. Schlechter Sicht, aber lustig. Und magst du das wieder? Stefanie, die wir hätten noch gar nicht gesehen. Schön kannst du lecken. Kannst winken auch? Schicke mal Bussi. Hast du eh schon ein Backerl gekriegt? Von Nikolaus? Nein. Nein. Nein, da musst du rühren. Warte, wir werden das gleich der Niki sagen, gell? Du auch noch nicht? Du hast auch noch kein Backerl nicht gekriegt? Ja, da müssen wir aber gleich schauen, so ist brave Engel und dann kein Backerl, hä? Das ist aber lustig. Herr Springer, geschafft? Haben Sie die tragende Rolle geschafft? Ja, so haben wir es geschafft. Ja. Und jetzt geht der weihnachtliche Frieden auf die großen Auftritte heuer. Ist jetzt der weihnachtliche Frieden angesagt? Hoffentlich ja. Haben wir einen weihnachtlichen Frieden heuer. Ja, jetzt gehen wir aber da noch immer noch eine ins Le Freak, nicht? Da werden wir jetzt noch etwas feiern. Da haben wir in Heinz seine Eltern, die Rotensteiners, gesagt, Herr, schon stark vertreten. Jetzt sind die Eltern auch noch da. Siehst du mich nicht? Jetzt auch Andi. Da haben wir jetzt den Andi, ja. Jetzt ist die Familie komplett. Ja. So. Jetzt könnt ihr uns wohl fröhliche Weihnachten auch wünschen. Fröhliche Weihnachten wünschen wir euch, die uns kennen. Die Rotensteiners.